Das ist also das kleine Grundstück, von dem ich gesprochen habe. Diese Aufnahmen sind Anfang September entstanden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich herausgefunden, wem das Grundstück gehört und auch schon Kontakt aufgenommen und auch erfahren, dass es verkauft werden soll. Die Gartenhütte, die auf dem Grundstück stand, ist abgebrannt. Ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll oder zum Glück, denn sie war marode und hätte so oder so entsorgt werden müssen. Ich habe dort Zeit verbracht und dem Grundstück ein bisschen nachgespürt. Wie ist es dort? Gefällt es mir? Fühle ich mich wohl? Der Zaun muss an einigen Stellen repariert werden und bis es dort einmal blickdicht ist, muss ich noch eine ganze Menge Arbeit reinstecken. Ich hatte mich entschlossen, dort schon ein bisschen Vorarbeit zu leisten, obwohl ich nicht wusste, ob ich das Grundstück tatsächlich auch bekommen würde. Die Vorbesitzer wollten dort zuerst nicht aufräumen, haben aber dann zugesagt, die groben Teile der Hütte zu entsorgen und auch allen Müll zu entsorgen. Da die beiden im gehobenen Alter sind, sie 70, er 80, dachte ich, ich mache ihnen die Arbeit ein bisschen leichter und räume schon einmal ein bisschen auf. Aus ein bisschen aufräumen sind dann mehrere Tage und viele Stunden geworden. Aber das war mir egal. Es war eine willkommene Abwechslung und ich war wenigstens nicht zu Hause. Mittlerweile wurde der grobe Müll entsorgt und es sieht auf dem Grundstück schon viel freundlicher aus. Es sind natürlich noch einige Anschaffungen zu tätigen, denn ich muss das Grundstück ja auch mähen. Mal sehen, wie ich das mache. Diese beiden Haufen muss ich noch entsorgen. Ich glaube, aus dem Grundstück kann man etwas machen. Was denkt ihr? Vielleicht habt ihr ja Vorschläge für mich. Auf jeden Fall bräuchte ich Holz, um zu bauen. Und ja, vielleicht auch eine kleine Gartenhütte. Mal sehen. Da ich keine Anhängerkupplung an meinem Auto habe und auch keinen Hänger, wird es natürlich schwer, irgendwo Material zu besorgen. Aber das wird sich finden. Morgen ist der Termin beim Notar und dann kann ich dieses Grundstück mein eigen nennen. Das waren also jetzt die Neuigkeiten zu meinem neuen Grundstück. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Bis bald, macht's gut.